Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Channel. Freunde, bevor wir mit dem Video starten, eine kleine Info. Wer das letzte Video gesehen hat, da gab es ja ein Gewinnspiel. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Da gibt es dann die Infos, wie ihr teilnehmen könnt. Ein was ist schon eingetroffen. Und bleibt bis zum Schluss dran, da erfahrt ihr, wie ihr an meinem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ja, Freunde, ich hatte eigentlich schon ein Video abgedreht. Das Video ist jetzt hier relativ spontan, wo ich euch einen Tabak vorstellen wollte. Und jetzt war ich aber gerade bei meinem Shisha-Händler, Shisha-Shop, wie man es nennen mag. Und da bin ich auf was gestoßen, was gerade sehr gehypt wird in diversen Social-Media-Gruppen. Und zwar handelt es sich um diesen Kollegen. Das ist der sogenannte Octopus Plankton. Schrägstrich, viele kennen das auch als One Smoke. Wir gehen hier gleich weiter darauf ein. Was ist der Octopus Plankton? Der Octopus Plankton ist eine Art Kaminaufsatz, wo ihr aber mit einer Kohle nur raucht und sollt aber gleichzeitig denselben Effekt wie mit drei Kohlen kriegen. Und ich war immer zu faul, mir das Ding zu bestellen im Internet. Ihr wisst ja, ich bin da nicht so der Freund von. Und jetzt hatten die den da und da habe ich mir gesagt, Philipp, den nimmst du dir jetzt einfach mal mit. Die UVP, gehen wir jetzt fix drauf ein, ist halt eine Pappschachtel, ne? Hier oben habt ihr das Octopus-Logo. Glänzt schön. Dann habt ihr hier den Octopus-Plankton-Schriftzug mit diversen Hinweisen noch drauf. Und dasselbe habt ihr hier auf den anderen vier Seiten und hier unten habt ihr bloß den Scanner. Jetzt zieht das Ganze, wenn ihr das auspackt, zieht ihr das so schön auf. Fällt mir natürlich schon raus, weil ich schon aufgemacht habe. Da habt ihr hier nochmal Octopus Plankton One Cube. Wie gesagt, ihr braucht hier nur mit einer Kohle. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Ihr habt hier drinnen noch so eine Art Schaumstoff. Und das ist das gute Stück. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Ich muss gucken, dass ich es richtig habe. Ihr seht, es ist rund. Besteht aus zwei Teilen. Ist im Endeffekt ist es fast wie eine Smokebox. Ich gucke mal, ob ich an meine rankomme. Nö. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Auf jeden Fall ist es wie eine Smokebox im Endeffekt das System. Ich versuche erstmal den Deckel zu machen. So, ja, also im Prinzip läuft das Ganze wie eine Smokebox ab, bloß mit einer Kohle halt. Ihr habt, wie gesagt, hier, so sieht das Ganze aus. Hier oben habt ihr den Gummigriff. Werden wir dann gleich testen, ob der auch das hält, was er verspricht, dass man das Ding anfassen kann. Dann habt ihr hier, ich hoffe, man sieht es. Ich muss so sehen. Die kleinen Löcher, was ihr hier so ein bisschen seht, damit regelt ihr auch unter anderem die Luftzufuhr. Wie viel Hitze ihr dem Tabak geben wollt, das regelt ihr damit. An sich, habt ihr hier noch die Unterseite, wo die jetzt dann für den Tabak auch durchkommt. Und ich will den jetzt wirklich testen. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass man mit einer Kohle denselben Effekt kriegt wie mit dreien. Einfach mit dreien hat man einfach mehr Hitze. Müsst mal probieren. Hier nochmal. Von denen ist es nichts weltbewegend, dass die Löcher halt drinnen, dass die Hitze durchkommt. Und ich würde sagen, ich baue mir jetzt ein Köpfchen, Freunde. Ihr seht eine kurze Unterbrechung. Und dann sehen wir uns gleich. So Leute, da sind wir wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Kollegen jetzt hier oben drauf. Ich habe mit Deckel gemacht, also mit Deckel drauf gemacht erstmal, dass er auch warm wird, weil ich habe gelesen, auf dem Kohlegrill mit drauflegen ist bei dem Aluminium eher weniger gut. Und da dachte ich mir einfach, ich habe jetzt den Deckel oben drauf, kann hier an der Luftzufuhr immer noch ein bisschen was machen. Und der Kollege wird warm.
Ich habe einen Kritikpunkt, habe ich schon, was mir persönlich aber nicht so gefällt. Ich mag das immer nicht, wenn diese, egal, sei es eine Smokebox oder sei es der Oktopus, wenn die auf dem Kopf hin und her rutschen. Das heißt, ihr habt den Kopf und die rutschen hin und her. Normalerweise rauche ich im KS-Abo immer mit Sieb. Da wäre mir safe runtergefallen. Ohne Sieb sitzt er relativ gut drauf, aber rutscht halt immer noch hin und her. Normalerweise ist bei einer Smokebox zum Beispiel, dass die mit dem Kopf abschließt, sprich, dass die schön fest drauf sitzt. Aber egal, ist halt meine Meinung. Und dazu kann ich ja auch was sagen, ne? Richtig. So, ich werde den Kollegen jetzt mal runternehmen. Ich bin jetzt echt gespannt, ob ich ihn anfassen kann. Nee. Also das Gummi bringt rein gar nichts. Er ist echt heiß. Wahrscheinlich nicht so heiß wie als wenn jetzt der Gummiring nicht dran wäre. Aber es ist schon brutal heiß. Also ihr könnt damit jetzt nicht durch die Kante laufen und sagen, guck mal hier, ich habe einen Deckel. Ne? Das geht nicht. Also er ist definitiv heiß. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich habe damit selber noch nicht geraucht. Wir müssen jetzt erstmal testen, wie wir hier überhaupt Rauch rauskriegen. Kopfbau, ich habe den Tabak nicht ganz bündig gebaut. Ich habe so circa ein, zwei Millimeter habe ich zur Base von dem One Cube freigelassen. Einfach damit nicht auf Vollkontakt. Jo. Quant, Spitze. Aber ich am Arsch. Sagen, wir machen hier mal ein paar Versuche. Ihr werdet einen Zeitraffer sehen, Leute. Danke, Schlauch. Wie gesagt, ihr werdet das im Zeitraffer sehen und wir sehen uns gleich. So, Freunde. Jetzt wieder im Normaltempo. Ihr habt es gesehen, so langsam qualmt. Ich werde jetzt mal ich nenne es jetzt einfach mal Deckel, ja, die jetzt abnehmen, weil er drückt mir ein wenig. Fassen natürlich nicht nochmal an, das machen wir dann doch zu heiß. So. Und dann gucken wir mal, ob es immer noch so qualmt. Da wird es halt schon wieder weniger. Seht die Bowl ist komplett leer gezogen, das heißt, wir setzen den Kollegen wieder drauf, geben ihm jetzt aber mal nicht so viel Luft. Gucken wir mal, das so hinkriegen. Ich will das Video jetzt auch die Länge ziehen, wir probieren es einfach nochmal. Also es kommt definitiv auch raus. Man muss sich, denke ich, auch so ein bisschen seine eigene Methode entwickeln, wie man da am schnellsten sein Ergebnis bekommt. Ich habe halt, wie gesagt, damit noch gar nicht geraucht. Ich probiere es jetzt selber auch einfach aus. Und ich würde sagen, wir machen noch mal 5 Züge und dann schauen wir mal, wie es qualmt. Könnt. Nach 2 Zügen und dem Deckel drauf qualmt es schon deutlich mehr, als wenn keiner drauf ist. Jetzt qualmt es schon ordentlich. Es wird. Ich mache jetzt nochmal den letzten Zug und dann probiere es nochmal ohne Deckel, weil es bringt einem ja nichts, wenn es auch die ganze Zeit drückt, versteht ihr? So, wir nehmen den Kollegen nochmal ab.
Ihr könnt es mir übrigens gerne mal in die Kommentare unten hauen, wie ihr das dazu bringt, dass es nach nicht allzu langer Zeit, wie jetzt bei mir, sofort qualmt und dass es vor allem nicht drückt. Haut mir das einfach mal unten in die Kommentare. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal ohne den Deckel. Und da wird es schon wieder weniger. Also ohne Deckel rauchen ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder man muss ihn halt wirklich irgendwie ein bisschen mit warm machen. Ja, wie fällt mein Fazit dazu aus? Mein Fazit ist schwer zu sagen. Ich muss ein Stück von der Luft so haben. So, machen wir es mal so. Ist schwer zu sagen, das Fazit. An sich finde ich die Idee klasse. Das gibt es ja aber schon etwas länger. Octopus ist da ja jetzt erst, also nicht drauf gekommen, aber hat das ja jetzt erst rausgebracht. Es gibt ja schon den One Smoke, den hat der gute Steini schon mal vorgestellt. Die Idee ist klasse, einfach mit einer Kohle rauchen. Es spart in dem Sinne Kohle, Kilo Kohle kostet ja nichts wirklich. Die Idee ist klasse, man muss halt nur für sich rausfinden, wie man es am besten macht, dass es halt nicht so lange dauert mit dem Anziehen. Und deswegen, trotz den paar Kritikpunkten, die ich da hatte, wer Bock drauf hat, ich habe dafür glaube ich 19,90 bezahlt. Octopus Plankton. Probiert es einfach mal aus. Und wie gesagt, diejenigen, die den schon haben, haut es mir unten nochmal in die Kommentare rein. So Freunde, jetzt nochmal zum Gewinnspiel. Wie ich es ja am Anfang schon erwähnt hatte. Ich muss jetzt gucken, dass ich euch nicht zu viel zeige. Ich habe natürlich schon mal reingeguckt, weil ich wissen will, was angekommen ist. Ich nehme das einfach weg. Das erste Paket ist da, fehlen noch die anderen, ich hoffe es kommen auch alle an, dass alle durch den Zoll kommen. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst das letzte Video, ja obwohl es eigentlich Quatsch ist, ihr müsst das Video liken, müsst meinen Kanal abonnieren, wenn ihr daran teilnehmen wollt natürlich, müsst den Kanal abonnieren, das Video liken, davon macht ihr mir einen Screenshot. Und es müsste auch gehen, dass ihr mir das Ganze, das Bild halt, bei YouTube schicken könnt, in der Nachricht. Das macht ihr, also Video liken, Kanal abonnieren und mir das Bild schicken. Dann kommt ihr automatisch in den Lostopf für das Gewinnspiel. Was ihr gewinnen könnt, könnt ihr im letzten Video nochmal nachschauen. Da gebe ich die Bestellung ab. Und dann sind wir jetzt am Ende, Freunde, von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es ist ein bisschen länger. Aber na gut, war halt viel Gequatsche. Wenn ihr mich sympathisch findet oder wenn euch das Video oder allgemein meine Videos gefallen, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und wie gesagt, Video liken, Kanal abonnieren und mir als Bild bei YouTube schicken. Ihr könnt es mir auch bei Instagram schicken. Link ist unten in der Beschreibung, ganz oben drin. Und die Schritte müsst ihr gehen und dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Glück. Und ich halte auf dem Laufenden, wann die Auslosung ist. In diesem Sinne, der letzte Zug auf euch. Ja, war wenig, aber egal. Macht's gut, Freunde.